Hallo, ich bin Marc Benecke, Kriminalbiologe, und ich sammle und rette sehr viele alte Literatur, die es gar nicht digital gibt und wahrscheinlich auch nie digital geben wird. Uralte Tierbücher, kriminalistische Literatur. Aber ich spende auch sehr vielen Bibliotheken was. Ich habe die Stadtbibliothek Köln schon mit sehr vielen Comics überflutet. Die haben nämlich eine super Comicabteilung. Die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin ebenfalls. Die haben The Boys und Karl Barks von Disney von mir geerbt und netterweise auch tatsächlich genommen. Das ist also alles ganz offiziell. Die Nationalbibliothek in Berlin, da bin ich der Pate aller Vampirberichte, wo also Menschen Leichen ausgegraben haben und dann erkannt haben, dass das Vampire sein müssen. Da gibt es also seit 1732 viele Berichte zu. Da bin ich also der Betreuer dieser Bücher, und in der Linnean Society of London betreue ich auch Heerscharen von Büchern, unter anderem auch deutsche, weil ich finde, dass, wenn schon deutsche Bücher in der ältesten Naturwissenschaft, also biologischen Gesellschaft der Welt liegen, dann sollen die auch von mir ein bisschen bestreuselt werden, und natürlich auch irgendwelche handkolorierten, unbezahlbar teuren Werke mit Vögeln und so. Aber also so habe ich überall meine Fäden zu den Bibliotheken dieser Welt ausgespannt. Ich stamme ja aus der Zeit der Stadtteilbibliotheken in Nordrhein-Westfalen. Da hat man also gesagt, die ganzen polnischen, türkischen, deutschen und koreanischen Kids, die sollen also mal Zugriff auf vernünftige Literatur haben. Und da gab es dann an jeder Ecke auch Kinderbibliotheken, alles von der Stadt bezahlt und vom Land Nordrhein-Westfalen. Und da bin ich immer reingestapft und habe die, glaube ich, das fand ich ein bisschen komisch. Also ich habe mich jedes Jahr Ostern Herr der Ringe ausgeliehen und auch jedes Mal komplett durchgelesen. Die haben aber nie was gesagt. Also die fanden das irgendwie nicht komisch oder haben zumindest gedacht, ja, kann er ja machen. Deswegen verbinde ich auch immer den Frühling mit Herr der Ringe. Dann habe ich die manchmal gefragt, ob sie Geistergeschichten haben. Die haben die mir dann auch gegeben, hatten die, habe ich aber nie gelesen, fand ich zu gruselig, habe ich keine einzige jemals gelesen. Ja, die werde ich nie vergessen, unsere Stadtteilbibliothek in Köln-Zollstock. Andererseits hatte ich auch schon sehr viele Comics, die ich dann selber ausgeliehen habe, zum Beispiel meinem Bruder. Der ist dann rübergekommen in mein Kinderzimmer und hat dann gefragt, ob er die ausleihen kann oder umgekehrt. Also wir haben uns auch gegenseitig Bücher ausgeliehen.